Jojojo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Brabra Brawls das Video hier auf diesem Anal. Und ja Leute, ich habe heute wieder ein paar Maps erstellt und ich würde sagen, let's go! Let's go! Die erste Map ist eine Alle-gegen-eine-Map, Alle-gegen-eine soll ja irgendwie bald auch mal abgeändert werden, dass es da ein paar neue Maps gibt und diese auch in diesem Showdown-Format sind. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wann das denn endlich rauskommt. Und die Map an sich feiere ich auf jeden Fall auch mit diesem ganzen Flugfantasien-Style und so, mit den Jump-Pants, wo man reinspringen kann. Wir, oh Gott. Also ich glaube, Mordes ist echt der falsche Border. Wir nehmen mal kurz wen anders. Shelly müsste da eigentlich besser sein. Ich habe gesehen, wir haben eine Piper als Riesenballer. Das sollte ja eigentlich relativ easy sein. Also wenn ich jetzt ein Riesenballer wäre, dann würde ich mich halt im Busch verstecken. Das Problem ist halt, dann findet mich halt keiner. Aber wenn ich halt nicht der Riesenballer bin, kann das doch ein bisschen doof werden. Deswegen will ich hier kurz mal Riesenballer sein. Endlich, Leute, endlich sind wir Riesenballer. Wir gehen sofort in den Busch und jetzt mal schauen, ob sie uns denn finden. Hier ist ein Search. Search, Grüße gehen raus, Sprachenlernen, Bubble. Sprachenlernen, Bubble. Und einen Genie, der findet mich auch nicht. Geil. Ich denke mal, ein normaler Spieler würde da halt jetzt schießen und so. Das wäre dann ein bisschen einfacher. Nein, Boxer, Boxer, Hilfe, wir machen Gadget-Scheiße. Come on, das müssten wir aber eigentlich trotzdem haben, weil Bots sind ja ein bisschen doof. Aber jetzt ehrlich, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, dann findet mich doch kein Mensch, auch wenn es echte Spieler sind. Dann müsste, wenn eine Zone kommen irgendwie, dass die Karte immer kleiner wird und man den Baller so besser findet. Aber sonst ist es ja komplett OP. Na, sucht ihr mich? Findet aber nicht. Ich gehe mal wieder hier ein bisschen lang. Das sieht übrigens ein bisschen weird aus. Muss ich gleich mal ein bisschen abändern. Und dieser Buschi ist übrigens aus irgendeinem Grund in einer anderen Farbe. I don't know why. Und ich würde sagen, nächste Map. Habt ihr euch schon mal gefragt, was passiert, wenn ein Ball über Wasser geschossen wird? Ich glaube, es gab mal eine Brawl Ball Map. Da gab es ein bisschen Wasser. Aber das waren nur solche ganz kleinen Fleckchen. Deswegen will ich es hier mal ausprobieren. Kann ich hier durchlaufen? Ja, geht, aber nur sehr schwer. Und hier ist auch ein bisschen was anders, da wurde auch irgendwas entfernt und der Schiedsrichter pennt hier. Holen wir uns aber erstmal unseren Ball, Nanny. Nanny, wie kriege ich den Ball wieder, Nanny? Gib mir meinen Ball. Wie soll ich das machen? Hier, die Gegner sind hier abgetrennt, also die Runde ist aus. Jetzt aber sofort zum Ball, bevor uns hier nochmal ein Ball weggeschnappt wird. Perfekt, jetzt haben wir ihn sofort. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt schieße, werden meine Mates mir sofort den Ball wegschnappen. Deswegen würde ich sagen, nee, wir locken die gar nicht. Wir machen einfach ein Eigentor und spawnen dann nochmal. So, perfekt. Wir spawnen auch sofort wieder hier. Und jetzt schießen wir drüber. Und okay, der Ball prallt einfach ab wie bei einer Wand. Hier ist auch irgendeine Wand, keine Ahnung. Ach, ich glaube, da habe ich eben Wasser platziert. Aber das Wasser hat irgendwie nicht geladen. Das buggt manchmal, okay. Also wir können gar nicht über Wasser schießen. Das ging ja früher mal. Aber geht jetzt wohl nicht mehr, auch wenn es hier anzeigt. Und übers Große geht's auch nicht. Nächste Map. Das wird jetzt arschcrazy. Gönnt euch mal das hier an. Hier sind überall Schädel. Ach du Scheiße, Leute. Wie sieht das hier bitte schon aus, diese Map? Und wir können uns einfach nicht bewegen. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen unseren Weg auf. Alter, was ist denn das? Wie geil sieht das aus? Wir gehen zum Ball. Wie fresh sieht das denn bitte schon aus? Ich glaube, das ist ja wirklich eine nice Map, jetzt mal ehrlich, Leute. Will ich auch gleich mal noch in Solo-Showdown ausprobieren, wenn das geht. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht mal die Gegner rauslocken. Nee, jetzt habe ich sofort beide rausgelockt. Hilfe, meine Teammates. Nein, die können ja gar nichts machen. Wir spawnen wieder und die Gegner können jetzt auch nicht bei uns reinschießen, weil Bots halt irgendwie nicht diese Dinge aufmachen können. Und das Tor versperrt ist. Ach du Scheiße. So, perfekto, das haben wir geklärt. Und jetzt Gegenangriff. Wie geil ist das denn, Leute? Also das ist ja wirklich mal eine richtig fresche Map. Feiere ich auf jeden Fall mega. Der Bo platziert seine Minen. Och nee. Jetzt stehen die einfach rum und machen gar nichts. So, rennt rein. Rennt rein, rennt rein. Ulti, boom, boom, boom. Wir schießen einfach, machen irgendwas. So, Gadget und da ist das Tor. Ihr denkt, das war krass. Ich glaube, das hier ist noch ein bisschen krasser. Ach du Scheiße, Leute. Was ist denn das hier? Wir haben den Stern aufgesammelt und ich glaube, ach okay, die Gegner können sich attackieren. Ey, was ist denn das, Mann? Wie fresh sieht das bitte schön aus, wenn ich jetzt alles hier kill? Ich kann hier einfach alles aufmachen. Wie geil ist das denn? Hallo, Tick, willst du hier mal schießen? Okay, ich glaube, der kann auch die Minen aufmachen. Also ich glaube, Tick ist auf jeden Fall nicht der beste Brawler, weil der diese Schädel hier nicht sofort zerstören kann. Wir machen uns aber weiter auf den Weg, ey. Wir sind ein Rasenmäher. Wir zermähen die ganze Map. Feier ich richtig. Hallo Bull, was geht? Ich glaube, der kann uns ein bisschen Probleme machen. Die Ulti hat irgendwie keinen Rückschuss gemacht und wir sind tot. Und jetzt kommt das große Finale und zwar habe ich hier eine Wettrennen-Map erstellt. Ihr seht schon, hier sind ein paar Bahnen und da habe ich überall Spawns hingepackt. Und jetzt schauen wir mal, welcher Brawler denn der schnellste ist. Ich denke mal, Crow ist der schnellste.
und 8-Bit ist langsamer als Pam. So, die ersten beiden Brawler rennen schon los. Das ist jetzt nicht nach Plan gelaufen und Mortis bleibt auch stehen. Also, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Cold Star Power kriegt auf jeden Fall rein. Der ist schon mal schneller als wir. Wir können aber mal unser Gadget zünden. Ich denke mal, damit sind wir noch mal ein bisschen schneller. Hätte ich eben noch machen können. Und Bo ist auch schneller als Dynamike. Aha, interessant. Und hier sind die Kisten. Das war das erste Wettrennen. Ich würde sagen, wir gehen sofort in Runde Nummer 2. Wir sind wieder rechts. Ist ein bisschen schade. Dann können wir nämlich nicht so viele Leute sehen. Und ich schaue, wie die sich schlagen. Es laufen wieder nur 2 los. Also Frank und Daryl sind auf jeden Fall ungefähr gleich schnell. Und Bull ist schneller als der scheiß Boxer, wie wir sehen. Wir zünden unser Gadget und die bleiben mal ein bisschen stehen. Also Bull ist schneller als Jean und Boxer. Die beiden sind gleich schnell, aber Bull läuft schneller. Finde ich interessant. Wirklich schade, dass nicht alle gleich loslaufen. So, ich denke mal, wir haben 2 Pams, die sollten gleich zurückfallen. Tun sie aber jetzt noch nicht. Die Pam ist genau gleich schnell wie der Karl. Und Karl ist auch langsamer als Rosa. Ich dachte irgendwie, die werden ungefähr gleich schnell. Sandy ist eindeutig schneller als Boko. Und Shelly und Frank, die können wir jetzt nicht mitzählen. Aber wieso ist Pam so schnell? Die sind ja alle nicht gestoppt oder so. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Bull geht wieder in Führung. Der ist wieder schneller als Boko. Hatte ich nie so in Erinnerung gehabt. Dann ist Rosa ein bisschen schneller. Also Boko ist allgemein langsamer. Der ist genauso schnell wie Pam wieder. Hä? Hä? Das ist aber seltsam, weil es hieß ja früher immer, dass Pam der langsamste Brawler ist. Bis dann 8-Bit rauskam und dann hieß es, dass 8-Bit der lahmste ist. Aber irgendwie ist ja Pam genau gleich schnell wie Poco, also der andere Heiler. Leider haben wir diesmal wieder kein 8-Bit im Team und es laufen auch immer sofort die anderen los. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen seltsam. Bibi müsste eigentlich schnell sein, wenn die mal aufhören würde zu schießen. Wieso schießt die? Kann es sein, dass die auf mich reagiert, weil diese Schussanimation durch die Wand durchgeht? Weil eigentlich schießen ja die Brawler nicht, solange sie keinen Brawler treffen können. Aber in dem Falle schießt sie auf mich, aber hittet mich trotzdem nicht. Das ist weird. Yay, wir haben zwar 8-Bits im Team. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal, die beiden sollten gleich schnell laufen. Aber die sind deutlich langsamer. Deutlich langsamer als Penny. Tick ist ein bisschen langsamer, weil der hier ein bisschen schießt und meint, Beef machen zu müssen. Aber der rechte 8-Bit ist auch schneller als der linke. Und jetzt bleibt er auch wieder stehen. Irgendwas ist da doch echt seltsam. Und immer diese ganzen Frühstarter. Und Pam ist wieder genau gleich schnell wie Brooke und Ems ist das, glaube ich. WTF, Ems, die andere, ist hier auf jeden Fall auch ein bisschen schneller als Bo und Shelly. Und Daryl ist am schnellsten. Irgendwie finde ich es interessant zuzusehen, wie schnell die hier laufen. So, auf jeden Fall, Barley macht hier mal ein bisschen Stress auf die gute Shelly. Die ist tot, Shelly, Shelly, renn, renn, renn. Okay, scheiße, sie ist tot. Ey, Mann, Barley, kannst du mal bitte aufhören hier? Daryl ist wieder stehen geblieben. Und ich würde jetzt aber auch sagen, ein Like gleich 1% mehr Speed für 8-Bit. Damit würde ich mich wie immer bei Lag-Logo freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao!